Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und euch mein neuestes Video anschaut, denn heute gibt es diese neue Marabou-Schokolade aus Schweden bei mir und ihr seht schon, wir haben diesmal die Marke Cookie Dough am Start. Jawohl, wir haben eine Vollmilchschokolade mit 10% Keksteig. Hier unten seht ihr schon, wie das Ganze dann gleich aussehen wird. Bin ich sehr, sehr gespannt. Die letzten Marabou-Schokoladen, die wir probiert haben, waren ja eigentlich alle sehr, sehr lecker. Ich hoffe, die hier wird genauso gut sein. Und da würde ich auch sagen, wie immer, wir fangen sofort an. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, ich habe die Schokolade geschickt bekommen. Was bedeutet das? Genau, sie ist wieder mal kaputt. Na, so, da haben wir sie schon. Okay, ja, besonders viel kann man jetzt hier noch nicht erkennen. Dann bereite ich jetzt den Testteller vor und dann probieren wir sie. So, schon geht es weiter bei mir, dass ich hier wieder um eine große Schokolade mit 185 Gramm handelt. Lasse ich die jetzt einfach mal hier auf dem Teller liegen. Oben drüber haben wir unsere Verpackung. Dann würde ich sagen, ich probiere jetzt einfach mal ein Stückchen davon. Das breche ich jetzt hier mal ab. Und wir schauen nochmal hinein. Ja, also ich bin ganz ehrlich, viel von den Keksstückchen kann ich jetzt hier nicht erkennen, obwohl hier angeblich 10% drin sein sollen. Das sieht jetzt hier auf dem Bild ein bisschen besser gefüllt aus. Können wir jetzt nochmal vergleichen. Na gut, ich probiere es jetzt trotzdem. Riecht schon schön schokoladig und ich beiß rein. Also die Schokolade ist wie immer schön zart schmelzend im Mund. Leckere Vollmilchschokolade, so wie man das von Marabou kennt. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, jetzt im ersten Stückchen hatte ich so gut wie überhaupt gar keine von diesen Keksstückchen drin. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal einfach ein weiteres Stück abbrechen. Und dann hoffen, dass hier mehr drin sind. Das sieht doch auch schon besser aus. Probieren wir nochmal. Ja, beim zweiten Stückchen haben wir jetzt mehr Glück gehabt. Jetzt war hier auf jeden Fall um einiges mehr von unseren Keksteig-Stückchen da drin. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die haben jetzt keinen besonderen Eigengeschmack, finde ich. Also sind überhaupt nicht geschmacksintensiv. Merkt man irgendwie kaum, dass man das im Mund hat. Geht irgendwie mit dem Geschmack von der Schokolade so leicht unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind auch von der Konsistenz ganz, ganz weich. Also ich habe es mir jetzt schon so ein bisschen keksiger vorgestellt, also so ein bisschen knuspriger, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, klar, es ist ein Keksteig, aber trotzdem, wie gesagt, geschmacklich bin ich jetzt ziemlich enttäuscht. Also wenn mir jetzt jemand die Schokolade in der Blindverkostung vorgesetzt hätte, also ich hätte den Keksteig nicht rausschmecken können, bin ich ganz ehrlich. Schade, habe ich mir viel, viel besser vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine der schwächeren Marabou-Schokoladen für mich. Also meinen persönlichen Geschmack trifft es jetzt nicht. Ihr könnt sie natürlich trotzdem mal gerne nachkaufen und selbst probieren. Also ich denke mal, ich würde sie nicht nochmal kaufen. Na gut, ich zeige euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten und Nährwerten und da gibt es meine Bewertung. Ja, was machen wir jetzt mit der Sorte hier? Also tut mir auch ein bisschen leid, aber mehr wie einen Daumen nach oben kann ich jetzt hier leider nicht vergeben. Ist eine leckere Vollmilchschokolade, ja. Aber wie gesagt, Keksteiggeschmack geht für mich wirklich komplett unter. Ihr habt gesehen, im ersten Stückchen war jetzt gar nichts drin. Im zweiten, ja, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie gesagt, geschmacklich für mich fast nicht vorhanden. Deswegen, ja, ein Daumen nach oben muss in dem Fall reichen. Ist ja trotzdem immerhin noch eine gute Wertung. Und wie gesagt, wer möchte, kann natürlich trotzdem gerne zuschlagen und diese Sorte mal probieren. Schreibt mir dann gerne was dazu in die Kommentare, wie euch diese Schokolade geschmeckt hat. Okay, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.